Willkommen, willkommen zurück hier bei Far Cry 3 und einem beherzten Sprung des Glückes vom Herrn Glück. Jo, hier sieht's ja gut noch was aus. Gehen wir mal raus, schauen wir mal nach. Ah, wir sind hier. Und nicht in Hollywood. Na, sowas Schönes aber auch. Was wollten wir denn hier machen? Wir haben doch eigentlich schon alles gemacht hier, oder? Hier ist keine Mission mehr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer noch nicht diese Möglichkeit der Zurückstellung dieser Außenposten gefunden. Oh, da kommt ein Auto. Da muss man aufpassen. Die Jungs können nicht besonders gut fahren. Ja, genau. Macht mal Licht ans Rad, Jungs. Meine Fresse. So was aber. Schauen wir mal aufs Mapsche. Schauen wir mal aufs Mapsche. Wo sind wir denn? Oh, da sind wir. Und wir wollen... Ah, hier, das Relikt. Ein Brief. Ein wunderschöner Brief. Und hier die Prüfung der Rakyat. Die werden wir auch noch meistern. Also geht's auf zum Relikt. Noch ein Relikt, noch ein Relikt. Noch ein Brief. Ich wäre bekloppt. Ich wäre bekloppt. Aber wie ihr seht, sieht diese Sache hier schon ganz gut aus. Ne? Meine Karte, die wird langsam immer weniger. Sehr schön, da machen wir hin. Ist ja bloß 200 Meter. Ach, da können wir hier dieses alte Schrottteil nehmen. Hier rein, ja komm, mein Guter. Ja, Thema des Tages heute. Warum drückst du E, wenn du W drücken willst? Ja, das ist natürlich Quatsch. Thema des Tages heute ist Relikte sammeln, finden und Freunden aus dem Weg gehen. Wir fahren direkt drauf. Und nur wer direkt drauf fährt, hat auch die Chance, direkt hinzukommen. Das gibt's doch nicht. Muss ich jetzt wieder hier ein... Hep! Nein! Shit. Aber wir kommen schon hoch. Das war ja wohl gelacht. Da ist dieser Punkt, wo wir hinwollen. Ja, ich bin ja nun kein Commentary-Typ. Das wisst ihr ja wahrscheinlich. Deswegen werde ich auch gar nicht hier so um heißen Brei reden, sondern versuchen hier reinzukommen. Das war ja nicht sonderlich schwer. Aber... Ach, das ist ja ein einfaches Relikt gewesen. Humba, humba. Und wie viel haben wir? 35 von 120. Waren das 120? Ja, ich glaube. Ein Schwein. Möme, möme. Na? Oh, shit. Naja. Ja, ich bin ja nun nicht so der Commentary-Typ. Aber ich bin der Typ für die Relikte. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar beim nächsten Relikt. Hier. Tschick. Und dann machen wir die zwei Relikte holen wir uns. Und dann holen wir uns hier die Übergabe. Ja, das ist der Plan für heute. Ach, das ist schön. So weit ist das ja. Oh Gott, da hoch. Na gut. Das Auto ist nicht zu gebrauchen. Okay, dann müssen wir wohl eher mal hier lang. Was ist denn das noch für ein Dorf? Man weiß es nicht. Okay, das ist auch nicht der richtige Weg. Ich muss definitiv nach oben. Aha, wir können ja mal Folgendes machen. Das nicht. Das sollte eigentlich ein schöner Wingsuit-Sprung werden, aber hat nicht geklappt. Jo, was wollte ich sagen wegen Commentary? Commentary. Ja, wer macht denn gute Commentaries? Ich habe jemanden in meiner Abo-Box, das ist die Sarah Zock, die hat mich jetzt auch schon überholt mit, also mittlerweile, mit Abonnenten, mit Zugriffen und so weiter und so fort. Was ich aber nicht weiter schlimm finde, weil sie hat es sicher arbeitet innerhalb von 4 Wochen. Das mal so zu sagen. Nein! Fahr doch mal hier hoch! Oh, ich komme hier nicht klar drauf. Ich komme hier echt nicht klar drauf. Und die macht... Oh, oh. Habt ihr das gehört gerade? Das war ein Wildtier. Ja? Ja, ja, ein Wildtier. Das ist ja irgendwo. Naja, ist egal. Jedenfalls, Sarah Zockt heißt die junge Dame.
Sarah mit Namen, glaube ich, und zockt es eher so, das, was sie macht. Ja. Ist doch mal was Schönes, oder? Ob ich mir das Relikt wirklich hole? Ich habe irgendwie jetzt gar keinen Bock mehr. Ich sehe, wo das hinführt hier, dieses. Pff. Muss man denn da hin? Das, so geht das schon mal gar nicht. Nee. Da habe ich keinen Bock drauf. Obwohl das bestimmt ein schönes Relikt ist. Da bin ich mir fast schon sicher. Ja, die Sarah zockt. Was zockt sie denn so? Sie lässt sich zum Teil Commentaries geben. Ist das ein Stein? Bin schon beruhigt. Sie lässt sich Commentaries geben und diese gestaltet sie mit einem Thema und labert so ein bisschen was dazu. Das bin ich ja schon wieder hier. Wie machst du das schon? Ich komme da nicht hoch. Ich komme da nicht hoch. Oh, das war ja eine komische Aktion hier. Na gut, wenn wir hier nicht hochkommen, nehmen wir uns einen Buggy und versuchen das so. Das war ja wohl gelacht. Hier geht doch ein Weg nach oben. Na, siehst du. Na gut, der hört aber auch schon wieder hier auf. Aber dort ist. Wieso fährst du denn so komisch mit diesem Ding? Sollte man vielleicht doch mit Gamepad fahren hier? Ich komme ja nicht den Berg hoch. Was ist denn das für eine Sauerei? Obwohl doch dann. Warte mal, da führt doch ein Weg hoch. Lass uns doch mal den Weg fahren, mein Freund. Was mache ich denn nur? So, mich auf die Seite legen oder was? Und die Karre, wo steht die jetzt? Hoch mit dir. Komm. Ja, wohl gelacht. So, noch ist sie ganz. Das ist gut. Ja, ich weiß halt nicht, ob ich solche Kommentare erstmal machen sollte. Ist das der Weg nach oben? Wir probieren ihn einfach. Nein, das sieht nicht so aus. Hier hört der Weg abrupt auf. Wenn ich aber jetzt so gerade fahre, ja. Hahaha. Dann komme ich nämlich hier vorbei. Da ist unsere Übergabe. Das ist gut. Ups, war das ein Tier? Nö. Doch. Eine Ziege. Na, so ein Pech, armes Zicklein. Na, jedenfalls wird es wieder Tag. Ach, darüber müssen wir. Okay, dann fahren wir noch ein Stückchen zurück. Wenn wir hier auf den Turm gehen, ist denn da eine Möglichkeit, darüber zu kommen? Oder kann man das einfach so machen? Wir müssen hier hinten lang. Oh! Oh, der braucht unsere Hilfe. Was sind denn das für Tiere? Das ist ja interessant. Hundis! Komm her! Scheiß Hund! Da hast du Schiss, hä? Da hast du Schiss. Das habe ich mir gedacht. Nee, der hat keinen Schiss. Der Typ, der will mich echt. Aber wir fahren mal lieber. Nein! Oh! Puh! Das war knapp! Okay. Ich würde sagen, wir lassen das und machen die Prüfung der Rakyat. Ist das zum Kotzen? Hä? Naja, renn. Alles Zicklein. Na Jungs, da staunt ihr, hä? Wie ich das gemacht habe. Ich komme da jetzt nicht hoch. Man könnte natürlich von dem Seil dann sich loslassen und dann da runter springen. Da habe ich jetzt aber echt keinen Bock drauf. Nein, 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 das machen wir nicht. Sondern wir machen die Übergabe. Jetzt habe ich eine ganze Runde rumgelabert. Oh, diese Viecher hasse ich wie die Pest. Aber sie sind ja Geschichte. Und rollen ganz toll runter. So, komm. Übergabe. Bring dieses Fahrzeug, das kennen wir.
Auf geht's! Schön gleichmäßig halten. Ja. Nein! Nicht da lang, sondern da hoch. Fahr, fahr, fahr. Okay, wo ist der nächste? Ach, der war ja hinten lang. Da. Ja. Dann dort. Bleib cool, Herr Lück. Bleib cool. Es ist doch nur eine... Nur eine Brücke. Keine Unschuldigen töten. Oh, habe ich jetzt jemand getötet mit meinem... Oh, oh, oh. Komm, noch ein paar Sekunden, dann haben wir es gleich. Ich komme nicht da drüber. Scheißendreck. Und das war's. Scheißendreck. Scheißendreck. Gleich nochmal. Wo wäre es denn lang gewesen? Ja, das ist das Ziel? Ja, das wäre das Ziel gewesen. Also, es ist schaffbar. Ich habe bloß einen Zivilisten mitgenommen. Das war nicht gewollt. Will ich mal sagen. Tut mir leid. Auf geht's! Oh, die Zeit läuft ja schon. Und Flug. Ja, das sieht gut aus. Besser als beim letzten Mal. Ah, halt! Hep. Ja, sehr schön. Sehr schön. Und noch einen Sprung. Ein wuchtiger... Höhe. Ich muss bloß nachher aufpassen bei der Brücke. Die war beschissen zu erreichen und drüber zu fahren. Ah, hier ist die Brücke. Ja, ja, ja. Okay, 35 Sekunden. Das hatte ich vor uns auch. Jetzt ist es darunter. Darunter. Uah. Die sind widerspenstig, diese Kammen, ey. Das muss ich echt mal sagen. Oh, jetzt geht's nur noch um Stock und Stein. Nein, wir schaffen das wieder nicht. Nein, nein, nein. Warum musste ich denn diesen Stein noch mitnehmen? Warum nur? Ach. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Das wäre bloß noch die Ecke gewesen, ja. Nur noch die Ecke. Die ist halt ganz schön... Ulala. Ich will nicht sagen unbezähmbar, das ist dann nicht, aber ist schon nicht ohne. Und ja, ich will. Auf geht's. So, jetzt machen wir hier mal einen galanten Sprung. Springen direkt hier drauf und halten uns auf dem Weg. Die Brücke ist dann wieder so ein Knackpunkt. Ja, jetzt haben wir das hier. Okay. Ah, es wird besser. Dachte ich. Achtung, Brücke! Hab ich doch gesagt, dass die Brücke scheiße ist. Aber wir geben nicht auf. Wir schaffen diese Mission. In dieser Folge. I know. Beim letzten Mal hatte ich die 35 hier Jetzt habe ich schon 5 Sekunden verloren an der beschissensten Ecke. Das Ding macht nicht... Was es soll. Hoppla. Ja. Diese Steine muss man nur wegnehmen. Na, das wird knapp. Aber könnte sich nicht ausgehen. Gut. Das ist bloß noch diese Kurve. Ey, das ist echt ätzend mit diesem Boogie-Buggy. Boogie-Boogie-Cup-Buggy. Buggy-Boogie-Boogie. Hast du nicht gesehen? Los, komm. Jetzt schön galant. Ich muss bloß über die Brücke drüber und dann muss ich mich links halten. Jetzt geht's los. Das ist so ohne Vorwarnung, ne? Da geht's einfach, hopp! Und dann haben wir schon den ersten Crash. Na klasse. Stehen bleiben, cool bleiben. Jawohl. Nächste Markierung. Jetzt geht's da runter. Jetzt halten wir uns links. Jetzt halten wir uns rechts und fahren über diese Brücke. Oh, klasse! Aber jetzt wird's wieder ätzend. Ich lass das einfach mal rollen. Das ist vielleicht ganz gut. Ja, nicht so viel. Was machst du denn? Aber die Zeit sieht gut aus. Im Moment sieht die Zeit echt gut aus. So, dass wir das schaffen. So,
dass wir das schaffen. Ja. Ja, runter. Um diesen Baumstamm herum. Und da ist das Ziel. Hier. Yeah. Geil. Geschafft. Geld verdient ohne Ende. Hier, deine Ware, mein Freund. Ich will nach Hause. Du willst nach Hause? Aber wieso denn? Mein Freund. Aber was wir machen können ist, da ist eine Mission. Und eine Pokerrunde. Das ist aber toll. Dann können wir ja pokern. Da weint sie. Naja, sie wird schon ihren Grund haben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Eine blödsinnige Folge, aber Folge 98. Wir nähern uns der 100. Ist das nicht toll? 100 Folgen Far Cry. 30 Stunden oder so. Mein lieber Scholli, bis dann. Ciao, tschüss. Herr Lück, hatte Glück.